Ja, Lonis, willkommen zu der ersten Folge von Warhammer Fermentide, wo mein der Bruder spielt. Venator ist am Start für euch. Ihr seht gleich völlig am Level, dass ja, ich das auch lange gespielt habe, ohne aufzunehmen. Level 74 ist der Stand. Kommen wir mal erstmal zu den Klassen, zu den Waffen, die ich habe, für alle, die spielen. Ich habe hier den Degen des Großtemplers, ich habe Todesstoß und Heilung drauf. Also Heilung auf normalen Angriff, dazu also mit maximaler Chance von 5%. Todesstoß habe ich 14,5%. Ich glaube, ich kann die besser auf Schreien zeigen. So, fangen wir hiermit an bei ihm, weil die Armbrust ganz klar aus Meisterhand und dazu noch Planke, das heißt, ich kann mich noch schnell bewegen, während ich ziemlich bewegt bin, auch da mir vielleicht Pistolen zuzulegen für den. Beim Degen, wie ihr seht, ich habe den Todesstoß auf fast maximale Anzahl hochgezogen und ich habe die Regeneration auf Standardangriffen komplett hochgezogen. Bei der Elfe seht ihr hier Blutdurst, meine Macht der beste Skill, den eigentlich auf jeder Waffe drauf haben sollte, zumindest auf der Nahkampfwaffe. Hier auch auf meinem Bogen drauf. 10% Gesundheit zurückgewinnen, 10 Gesundheit zurückzugewinnen auf Kill. Auf Kill ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Und ihr seht auch hier mein aufgeladener Angriff macht deutlich mehr Schaden, weshalb es sich eigentlich immer lohnt, den Bogen zu ziehen. Ihr seht auch, die Distanz erhöht sich, der Rückstoß erhöht sich, Ziele erhöhen sich nicht, erhöhen sich von einem Ziel auf zwei Ziele. Ich habe auch schon mal drei gekillt mit einem. Sollte die Geschwindigkeit geht deutlich runter, weil ihr immer den Bogen ziehen müsst. Sonst habe ich noch drauf wieder hier Plänker, schnellere Bewegung und Chronos. Das heißt, effektiv wie aus Meisterhand, du hast es nicht 50% gibt, sondern 15%. Ist bei Pistolen und sonstigen und halt Bögen, dass du 15% maximal kriegst und nicht die 50% wie bei Musketen und Armbrüsten. Dazu kommt noch mein Schwert, wie man sieht, kann ich den Blutdurst noch an sich etwas höher ziehen. Und der ist mir relativ lappen, das ist halt schnelleres Angriff, wenn ich den aufgeladenen triff. Wenn ich mit einem aufgeladenen Angriff treffe, habe ich halt eine Chance, schneller anzugreifen danach. Und so funktioniert das, heißt man. Gibt halt Punkte auf dafür. Kommen wir zum Zwerg. Beim Zwerg habe ich ein Pistolenpaar, Chronos und Treffsicherheit, weil die Waffen extrem ungenau sind normalerweise. Ihr seht, haben die Feuer mit dabei und die funktionieren wie der Magierstab, das heißt, sie laden sich auf und brauchen keine Munition. Dazu kommt noch die Axt mit Regeneration, also Axt und Schild, Einhänder-Axt, also Regeneration auf maximale Chance, 10% auf Kill. Dazu noch das perfekte Gleichgewicht, das heißt, ich habe einen Ausdauer mehr in meinem Blockzustand. Dann ein Stab, ein Strahlenstab, meiner Meinung nach die beste Stabart, die ihr kriegen könnt. Mit Regeneration und ein Teil, den ich eigentlich relativ latten finde, den Hagel des Verderbens, weil ich weiß nicht, wie das Teil zwei Projektile erzeugen soll. Ich habe es noch nie gesehen. So, noch ein Lauffeuerschwert, also ein Feuerschwert mit Regeneration auf Kill, wer hätte es gedacht. Dazu noch das schnelleres Abschlachten, also einen Schadenangriffstreffer machen und darauf kann man gegebenenfalls schneller angreifen. Kommen wir noch zum imperialen Soldat. Wie man sieht, habe ich hier mittlerweile zwei orange Sachen. Jedoch benutze ich zurzeit nicht diese Muskete, da ich mit der nicht zufrieden bin, da die zu der hier nicht aus Meisterhand hat. Deswegen kann ich die mir noch modifizieren, bis ich da auch aus Meisterhand habe. Auf der drauf. Dafür brauche ich aber erstmal orange Steine. Danach kann ich die hier rüber modifizieren und andere kriegen. Das heißt erstmal die hier mit aus Meisterhand 15% höhere Feuerrate. Dazu kommt noch Streitkolben und Schild. Ich habe hier einerseits eine Chance, 55% Chance darauf, meine Ausdauer aufzufüllen, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Dazu kommt noch das aufgeladene Angriff und 2,5% Chance hat, schneller. Danach schneller zu sein, was ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich latten ist. Und dann habe ich hier noch den Blutdurst noch mit 7,6%, den ich an sich auch noch erhöhen will. Aber ich will erstmal mir die Muskete richtig zuschrauben mit orangen Steinen. Ja, und hier muss ich hier noch, meiner Meinung nach, da noch ein bisschen dran arbeiten an der Regenerationsrate. Die ist erstmal soweit okay. Die Regenerationsrate richtig beschissen. Und hier lohnt es sich halt auch nicht, aber hier auf dem Bogen lohnt sich. Warte mal, welche Waffe hat ich mal gesagt, man könnte nochmal würfeln? Na egal. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Gameplay.
Ja, noch direkt mal die Elfe raus. Dann holen wir die Karte. Also wie ihr seht, ich habe auch mittlerweile alle der Hauptmissionen bis auf Angebot und Nachfrage oder Suizidal durchgespielt. Das heißt, dass wir die letzte, die ich auf. Also nicht so Albtraum, Suizidal, anderes Spiel, sorry. Ich letzte die Spielmiste, gehen wir mal auf schwer. Und ja, wir können vielleicht mal nochmal anfangen, das Ganze auf schwer durchzuspielen, von vorne bis hinten. Fangen wir an mit Hordes Magnus. Auf geht's. Falsche Taste. Bereit drücken. Auf geht's. Spielen wir die Mission auch schwer durch. Ich werde noch versuchen, die Nebenmission mal euch zu zeigen. The town is overrun by Skaven and everyone's asleep. Bloody catastrophe. Our alarm is the great big horn in Magnus Tower. And you must go there and let the world know we're under attack. Check on the nearby guardhouse on your way and with any luck they can assist you. Ich hoffe nur, dass das Video nicht länger als eine halbe Stunde verliert. Ihr kennt ja mein Problem. Zumindest hier für die, die schon länger dabei sind. Für alle anderen, ich kann keine Videos erinnern, die länger als ungefähr 28 Minuten sind. Danach spackt mir mein Schneidesystem ab und sagt, dass irgendwelche Fehler auftreten. Das heißt, deshalb irgendwelche Ressourcen fehlen, also irgendwo irgendwelche Daten fehlen, die man bräuchte. Und deshalb das Ganze nicht zustande kommt. Seht doch, ob. Ich habe das nicht seit Ewigkeit immer schon. Am Anfang hat es funktioniert. Ich habe auch, wenn man am Anfang die ersten Killing Floor Videos anguckt, die sind auch mal gut eine Stunde oder dreiviertel Stunde lang. Da hat es noch funktioniert, aber irgendwie will es nicht mehr. Ja, wir sind auf hart. Das heißt. The veil of ignorance. Make for the tower. There'll be plenty of blood spilled before we reach it. There are only rats. Treat them as such. Ich kann mal einladen. Vielleicht kommt er ja. Und Akira können wir auch mal einladen, der ist schon im Spiel, aber ich glaube, der ist AFK im Spiel. So. Haben wir das auch? Auf Hard hat man am Anfang keine Meditränke und sowas. Und die Ratten machen deutlich mehr Schaden. Auf Albtraum hauen die mal so gut einen halben Balken weg von dir. Und auf Hard lernt man dann wirklich zu suchen nach den Stellen, wo Sachen spawnen, wo man sich heilen kann und sowas. So, das heißt, er hat auch schon mal etwas. Sehr gut. Watch for stranglers. I'll not suffer a cage. Good shot. Versuchen wir den mal zu kriegen, den nach vorne. Ach. Ich glaube, der ist weg. Na ja, ich habe trotzdem ein paar Kills hinbekommen, wie man hier sieht. Ich benutze, falls ich das habe ich ja nicht erwähnt, ich habe das benutzt in Jungen, ich benutze einen Langbogen. Oh. Okay. Aber mit jagenden Pfeilen. Das heißt. Wenn ich ihn voll ausziehe, habe ich verfolgen die Pfeile mein Ziel. Was ein weiterer Grund dafür ist. Stärketrank nehmen. Leider nehmen die keine Tränke auf, die Bots. Oh, ich habe ihn hier gesehen, ich habe trotzdem noch auf den Kopf gezielt, das, weil der dann Pfeil wahrscheinlich auf den Kopf trifft. Oh, ein besserer Bomben. Jo. Akira schüttelt kurz am PC noch, dann wird er wahrscheinlich vorbeikommen. Das waren gerade die Drakenfeuerpistolen meines Zwergs. Die Bots haben nämlich eure. Nein! Oh, leck mich, du. Kommst du in den Raum rein, dann siehst du nur noch so dieses Viech auf dich zukommen. Aber was auch noch. Ach komm, schlägst du mal bitte, danke. Wenn der Pyramid passiert ist, kriegen die Gegner mehr Leben kriegen. Also die Malkrieger hier nicht zwingt, die halten natürlich 2 oder 3 Schläge nur aus trotzdem. Aber vielleicht sind die ja One-Hit immer gewesen, aber jetzt auf schwer sind, brauchst du 2 oder 3 Schläge für die. Oder halt einen Headshot.
jedenfalls ein schwerer Schlag halt auch. Deswegen hab auf meinen Waffen, glaube ich, Headshot noch drauf. Es ist immer ein Vorteil, eine erhöhte Position zu haben. Und dann müssen die hochklettern. Und beim Hochklettern sind die langsamer. Generell wäre dieses Spiel bestimmte Stellungen zu bevorzugen. So, das war die kurze Heilung. So, dann hätten wir den auch. Den gefunden. Also, dass der Ratnog jetzt nicht so schnell kommt. In einem neuen Spieler kann das etwas tough werden. Deswegen ist die Sache, dass ihr immer Regeneration reinnehmen sollt, am besten auf Kill, weil ihr haltet nach pro Regeneration ungefähr ein oder zwei Schläge mehr aus von normalen Gegnern. Und ihr fresst euch irgendwann mal eine. Oh, da kommt einer da rein. Ah, da. So wie hier ist immer ganz schön. Kleiner Rücken. Da bleibt es alles gut. Ihr seht jetzt hier, ne, das ist immer schön dranbleiben im Team. Dass hier noch beim Rücken dranbleiben sollte. Das hat man hier wieder mal nach hinten gucken müssen. Ich sehe doch, wie das Feuer hier von der Hexe arbeitet. Was? Hey, guys! Hallo. Oh Gott, der hat Musik mit dabei. The false moon gives them courage. Halt ich nicht auf X mal eine Tasse zu reden. C. V. May this potion cure more than it causes. Nur Spaß, Alter. Kommt der Fleischung oder was? So, der redet einfach mal mit irgendjemand anderem, glaube ich. Hallo? Ich bin kurz im Stress. Ich muss kurz verteidigen mich hier. Ja, nicht die richtigen Tasten getroffen, ey. Auf die Steps. So, jetzt habe ich die richtigen Tasten getroffen. Immer noch das. Ja, jetzt ist das weg. Auf geht's. Moin. Would you please kill those in front of me? Ja, habt ihr schon Kojan? Nee, habt ihr nicht. Was? Nee, nee.
need to flank that thing. The rat gun is aiming for me. What the fuck would you get from that? So must it aussehen mit dem Bogen. Pick up your feet, Trimbalazzi! Nice crunch to that strike. No. Schon wieder schwer am Ackern. Okay, der will also Gums mitnehmen und sowas. Sehr gut. Lass dich nicht bei meinem Aussicht stören. Ich muss nur ein vernünftiges Ackermaß zulegen. Seid ihr im Scherz oder was? Ich hätte doch gar nicht gespielt. Also, ich spiel selber wenig nicht. Muss nur auf dem Test sein, ja. Also, Jungs? Was? Wie? Ja. Wo? Weiß ich nicht, warum du mich nicht hörst. Doch, ich hör dich. Nein, bin ich im Test. Bin nur hier im Test. Nein, haben wir auch einen Test oder was? Ja, was ist denn das für eine Musik? Nicht? Ja. Ach, das ist der Sesh hier bei dem Spiel. Das ist ja kein Push-to-Talker, sondern eine Voice-Aktivierung. Irgendwo Musik im Hintergrund. Leck mich drüber. Ich wollte schon sagen, also ich hab hier keine Musik an. Na, wo wieder schwer. Bist du im Spiel? Bist du noch gar nicht im Spiel? Nicht bei dir, nein. Ja, dann frag mich, habt ihr TS? Wir sind nur zwei Spieler. Ein Platz noch frei? Ja, wir haben zwei Plätze frei. Naja, mein Platz. Als letzten Apfel. Ja, ist frei. Wir haben Zwerg und mich als Elfer. Ja, schön. Machst du mich noch einladen? Oder was machen? Ne, das wäre dann in der einfach Zeit. So. Wie gesagt, ich bin immer noch in Aufnahmen dabei. Ich wollte mal die durchspielen auf schwer. Ich hab noch einen dabei, aber du willst dann ein schneller sein als der, was habt ihr dann deine Klasse gehalten? Ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon auf dem Ladebildschirm. Ja. Oh, das war knapp! Mein letzter Pfeil auch noch! Nein, da ist noch ein Packmaster! Hat der Norden? Dankeschön. Ja, fuck. Komm, ey. Okay, das war's. Meine Güte, ey. Would you lose the other eye, Mayfly? Alter, was machen die? Nimm mal auf ihn, bitte. Schnell. Das ist dumm, nur Habeck. Quick, hold Seeker. Before they come again. One more effort, mercenary. Danke. Okay, hat wen von euch eilig? Ich nehme den Zwerg als erstes. Ich nehme auch den Projekt. Oh mein Gott, Alter, kann der nicht mal irgendwie Musik ausmachen? Ja, vor allem ich hänge dann schon. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Thanks. Ja. Ich muss nur kurz immer gucken. Ich kann es mal kurz schreiben, ob der mal kurz anhalten kann, weil ich wollte einmal gucken, warum mein Push-to-Talk nicht funktioniert. Oh oh. Ich kann mich nicht bewegen. Bin tot! Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Na egal. Weiß nicht, ob nur ein Push-to-Talk weg ist auf einmal.
Welches Push to Talk? Ich hab hier im Spiel eigentlich auf X Push to Talk, was funktioniert nicht. Da ist es doch. Ja? Ja. Bei mir zeigt es sich mehr an. Aber ich kann mich immer noch nicht bewegen, also. Ich weiß, warum ich da nicht wegkomme. Bitte was? Bist du nicht tot? Nein, du bist nicht tot. Nee, ich bin nicht tot, aber ich kann mich auch nicht bewegen. Ich kann zwar killen, aber das war's dann auch schon. Ich kann mal gucken. Ich hänge immer noch am Tor und ja, keine Ahnung. Ich habe weder Chat offen noch sonst irgendwas. Aber ich kann mich halt nicht bewegen. Geronimo! Spring mal. Ja, hahaha. Ich kann wieder nach vorne, rechts, links, hoch, runter, geht nicht. Na, geh doch mal raus und wieder rein. Weiter oder was? Ja, der hängt da gerade am Tor fest. Bitte was? Akira hängt am Tor fest, da kommt er nicht wieder raus. Okay. Jetzt ist er ein bisschen draußen, was? Jetzt schon wahrscheinlich. Mal schauen. Kannst du jetzt wieder laufen? Na, erstmal noch nicht, ne? Nö. Verdammt, ihr seid alle fast tot. Was ist denn hier los? Ne, der war auch bis vor kurzem fast so ein bisschen geheilt, ja? Ich komme mal auf den Desktop. Dann lass uns mal eine Hecke. Komm mal rüber hier. Was hältst du davon, wenn einmal reconnectest, Akira? Ja, wenn ich auf den Bildschirm kommen würde, würde ich das schon längst getan haben. Aber funktioniert nicht. Ich komme nicht. Ich komme nicht mehr auf den Desktop. Warum steht er immer noch da? Weil er sich nicht bewegen kann. Immer noch nicht? Ich kann nichts machen, ich kann mich nicht bewegen. Ich also er kann noch im TS reden, aber er kann auch nicht auf den Desktop oder sowas gehen. Also. Ja. Also nur mal für die Zuschauer. Ich schaue meinem Rechner nicht wirklich gerne an, aber ich mach mal kurz die Radikalkur. Jo, bis gleich.